Oh, neben mir der. Oh, okay. Ah, ich weiß jetzt wieder, wo das hier ist. Let's stop here. Hier komme ich beim ersten Mal nicht rüber, weil mir die weitreichende Sprungfähigkeit fehlte. Haben wir schon gewundert, wo dieser Platz war. Ich habe ihn völlig vergessen, wo das hier ist. Aber schön, dass ich es wieder gefunden habe. Let's check it out. Ein Warnschild. Ein simples Schild, das alle von Anfang an sich weiter in die Höhle vorzuwagen. Bleibt draußen, drin Gefahr, kein Priorit. Das bedeutet, drin ist Priorit. Fucking Monster Mash! Und diese blöden Stachelkugeln fliegen hier auch noch rum, oder was? Der Wampa backt. Ja, eigentlich schon. Das heißt, auf Jadun wird mir das wahrscheinlich auch noch passieren, dass mir da die großen Prädatoren gleichzeitig einen abstechern wollen. Scheiß auf Priorit. Ich habe hier einen Fertigkeitenpunkt gekriegt. Bam! Vier Viecher zum Abmurksen. Alter Falter. Aber woher wollen die wissen, dass hier kein Priorit liegt, wenn die mit Sicherheit nicht an diesen Viechern vorbeigekommen sind? Sounds like it was pretty crowded down here. Durch eine überraschende Wendung der Geografie oder des Schicksals drängte es drei der größten Raubtiere auf Kobo immer wieder zu diesem Futterplatz. Vielleicht lockten sie zahlreichen kleiner Kreaturen oder törichten Prospektoren, aber eines ist sicher, die drei am Ende der Nahrungskette werden hier gefressen. Hat ja gut funktioniert mit dem Fressen.
Man findet schon durchaus interessante Orte dabei. So, hier hinten neben dem Turm ist noch ein Eins. Wieso auch immer ich das nicht gekriegt habe. Und hier hinten ist noch Zeug. Ich muss in den Sumpf unbedingt. Wo haben wir denn hier einen Speicherpunkt in der Nähe? Die Bahn runter, okay. Ja, ich weiß sicher, das ist mitten drinnen. Wir haben eine Wampe aufgescheucht. Thanks for the ride. Die haben sich, glaube ich, keinen Gefallen mit den Druiden getan. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Das ist ein Scheiß. Oh, nice. Okay, ich habe mir auch keinen Gefallen mit den Ruinen getan. Und schon wieder verbocke ich das total. Das ist eine kleine Kröte auf dem Vorsims. Gott, dieses Viech nervt mich so ab. Can't hit him. He's on the move.
Help him. Help me, BD. I need one. Ausgewichen, verdammt nochmal. Alter. Da fickt doch einer den Hamster durch die Wand. Fast hätte ich das Missvieh gehabt. Ich hoffe, die haben keinen zweiten davon eingebaut in diesem Spiel. Kröte backt. Und zwar hart. Help! Stim!
Das zweimal hintereinander schnappen ist halt auch extrem gefährlich, weil man kann diesen Ding so gut wie nicht ausweichen oder parieren. Nee, ich zumindest kann es nicht. So nah an diesem Missfeed dran gewesen gerade. So nah. Jedes Mal. In die blöde Lichtsäule treten, damit ich... Oh Mann! Ja, wenn ich dieses Ding in den Hof rauskriegen würde, das wäre eine ganz andere Geschichte. Dann könnte man das mit ein paar Kampfstudien zusammen bearbeiten. Opening. Go after that.
Krass, jemand hat einen. Ich war da ausgewichen. Krötensalat. Ich will dieses Vieh unbedingt endlich erledigen. Ich habe mir jetzt so viel Zeit mit dem Teil gelassen. Mann. I was doing fine until you showed up. Come. Ich bin mir so enttäuscht, man kann ihn nicht rüberlocken. I'm in bad shape, buddy. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Hüpft in die Mitte des beschissenen Raums und okay, ich hätte das Alter ausweichen sollen, aber. What?
Don't get too close. Krabbity Smack! Ich weiß nicht, die Druiden zur Hilfe ist irgendwie nicht so super. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte dieses Umprogrammieren-Ding von den Druiden. Wie ich einen Thermaldetonator in den Kopf schmeißen würden. Mache ich beim nächsten Mal. Ich wollte ja nur noch eine halbe Stunde aufnehmen, also mache ich das jetzt erstmal Schluss für heute. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.